Hallo, ich bin die Sarah, die Frau vom Dirk Schreiber, vom Spargelhof Schreiber aus Geroldsheim. Ich freue mich, wenn ihr zu uns kommt, um uns bei der Ernte zu unterstützen und uns zu helfen, die Ernte einzubringen. Wie ihr zu uns kommt, zeigen euch diese Schilder. Die führen euch direkt auf eurem Weg durch Geroldsheim zu uns auf den Hof. Also wie ihr zu uns kommt, habe ich euch ja jetzt schon gezeigt. Ich möchte euch bitten, dass ihr als Mitarbeiter immer hier neben an den Johannisbeerenpark, das ist der Parkbereich für unsere Mitarbeiter, weil wir im Hof den Parkplatz freihalten möchten für unsere Kunden. Und wie es jetzt weitergeht, nachdem ihr geparkt habt, zeige ich euch einfach mal mitkommen. So, ihr Lieben, da wo die Erdbeere steht, da geht's rein zum Hof. So, morgens bei Sonnenaufgang und wenn unser Bundi dreimal kräht, geht's los bei uns. Wir starten auf dem Feld und in der Sortierhalle immer sehr früh morgens. Wenn ihr den Hof hier runterkommt, bitte nicht erschrecken. Es kann sein, unsere natürliche Alarmanlage, Känzel und Gretel begrüßen euch. Doch ganz wichtig, bevor wir irgendwo loslegen, Hände waschen. Wie und wo, zeige ich euch jetzt. So, was eure Aufgabe genau ist, zeige ich euch jetzt. Einfach mitkommen. So, jetzt sind wir bei uns in der Sortierhalle. Da zeige ich euch jetzt, wie es weitergeht. Das ist der Spargel, ganz direkt frisch vom Feld. Ist die Erde noch mit dran, die muss natürlich weg. Drum waschen wir den Spargel jetzt erst einmal hier in der Vorwäsche. Dann geht es weiter, das zeige ich euch jetzt genau. Von der Waschstation geht der Spargel nun rüber aufs Förderband. Wird dann hier auf das Rüttelband übergeleitet, wo jede Stange schon mal einzeln liegt. Ja? Von dem weißen Rüttelband hier rüber ins Metallband, wo wirklich noch mal direkt vorgegeben ist, dass jede Stange einzeln geradeaus liegt. Dann fährt sie weiter unter das Schneidemesser. Unter dieser Box wird der Spargel noch mal abgespült und die Enden gerade abgeschnitten. Dann, nachdem der Spargel abgespült und gerade abgeschnitten ist, haben wir hier den Übergang von dem Metallband in die einzelnen Schälchen. Jede Stange wird einzeln in ein Schälchen abgelegt. Vom Metallband aus der Waschstation fällt jetzt jede Stange einzeln in so ein blaues Sortierschälchen. Diese Schälchen fahren hier durch die Kamera, wo die Sorte genau definiert und bestimmt wird. Danach fahren sie hier um die Kurve rum und jede Stange wurde jetzt nach der Sorte bestimmt. Die Stangen werden immer an den entsprechenden Sortierfächern ausgeworfen. Eure Aufgabe ist jetzt hier vorne am Sortierband zu kontrollieren, dass alle Stangen gerade abgeschnitten sind. Wenn das nicht der Fall ist, habt ihr extra ein Messer, um die Stangen gerade abzuschneiden. Sind Stangen gebrochen oder haben keinen Kopf, werden die aussortiert. Nicht oben in die Boxen für die Stangenspargel, sondern wir separieren dann hier nochmal zwischen Bruch und Köpfen. So, liebe Leute, wer wir so sind und was wir so machen den ganzen Tag über, habt ihr nun gesehen. Wenn ihr Mitglied in unserem Team werden wollt, freuen wir uns über eure Unterstützung. Was euch aber klar sein muss, wir müssen uns zu 100% auf euch verlassen können. Spargelstechen ist kein Zuckerschlecken. Wenn ihr uns helfen wollt und mindestens 18 Jahre alt seid, einen Führerschein habt, in Geroldsheim oder Umgebung wohnt und mit dem Fahrrad auch gerne zu uns kommen möchtet, freuen wir uns über eure Hilfe und Unterstützung. Alle Informationen findet ihr über Facebook. Wir freuen uns auf euch. Lasst uns gemeinsam die Saison meistern.